Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Wir befinden uns immer noch im Inneren des Ursprungs, um genau zu sein beim zentralen Abwehrsektor. Ja, und wir müssen irgendwie zum Kern. Zum innersten Kern müssen wir, und dementsprechend müssen wir uns hier durchkämpfen, ne? Viele Gegner sind hier, die natürlich kassieren wollen. Ja. Ich sag's wie es ist, die wollen kassieren. Und ich will nicht kassieren. Meine Güte, und die Gegner halten mir aber auch. Die halten mir aber auch aus, ich sag's euch, ey. Wir sind nicht mehr eben so leicht besiegt hier. Vor allen Dingen, die Gegnerdichte ist natürlich viel höher hier. Ja, sehr gut. Also die Gegner hier sind echt eine Menge Gegner. Gut. Ach, hier ist ein Lager. Sehr gut. Das habe ich gebraucht. Einmal gucken, ob wir Stufe steigen können. Oh yes. Ey, wir kriegen jetzt so viel Erfahrung, Alter. Gut. Gespeichert und ready to go. Genau, du sagst es, Waldi. Ja, wir haben eine Menge zu tun und da wartet schon der nächste Gegner auf uns. Ey, hier ist wirklich, hier ist alles voll mit den Dingern. So groß war der Enddungeon in Xenoblade Chronicles 2 und 1 nicht. Definitiv nicht. Gott, ist das nervig. Also die Gegner hier halt, hier sind so viel. Die halten nicht aus. Ist ja eigentlich ist das total easy machbar, schnell machbar und so. Aber der Dungeon hier, also der letzte, der Kern, das ist einfach ein Giganten. Ein gigantisches Monument. Abwehrturm 1. 1. Nicht der zweite. Oh Gott, oh Gott. Named? Nee. Hätte mich jetzt nicht mehr verwundert. Ich versuche die jetzt mal zu ignorieren, diese Riesen. Weil Fortschritt ist mir mehr wert gerade. Ich meine, wir würden sie eh locker besiegen, aber dennoch. Ja. Ich sag ja, hier ist alles voll mit Gegnern, ne? Und da drüben ist schon wieder der nächste named. Die müssen wir wahrscheinlich auch machen. Gott, geh sterben. Too easy. Aber wir sind gleich da. Wir müssen nur an die Name vorbei. Wobei, wir besiegen ihn. Komm. Das lohnt sich wenigstens. Einer der wenigen Kämpfe, die sich lohnen. Ich hoffe, das Ding mischt sich da hinten nicht ein noch. Ja, Tanks, ne? Tanks sind irgendwie richtig unnötig hier im Spiel. Die können es halt nicht. Die können die Akku nicht ziehen. Dip, dip, dip. Sehr gut. Wo kommt der denn her? Oh, wie ich sowas liebe einfach.
Also ich wollte gerade sagen, da ist noch ein dritter, aber da habe ich mich verguckt. Zum Glück habe ich mich verguckt. Aber es sind ja eh nur zwei. Nur noch der letzte, okay. Ah, wir haben den gleich. Ich bin halt schon tot, weil ich mache halt so viel Schaden. Da denken sich meine Tanks, Alter. Die denken sich einfach. Ja, hat er verdient, ne? Wenn er mehr Schaden macht als ich. Der Angreifer. Immerhin ist die Mucke gut. Ich will die Angriffskette nicht starten. Das dauert mir alles zu lange. Da klopfe ich lieber so rauf. Lohnt sich irgendwie mehr. Vor allem wegen der Zeit halt auch, ne? Es geht halt wesentlich schneller halt von der Hand. Klar, mit der Kette wäre es einfacher, ne? Einfacher zu kämpfen, aber... Es ist halt einfach die Zeit. Eine Kette zu aktivieren dauert halt viel länger. Also die aktivieren nicht, aber die komplett auszuführen, ne? Ja, töte mich halt direkt, ne? Kannst du machen. Danke. Moment, da ist was. Wenn ich schon den Nate-Mob töte, dann sollte ich auch das looten, was hier daneben ihn stand, ne? So. Sind wir da? Ich glaube nicht. Ich bitte euch, Alter. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Alle 2 Meter ist ein Gegner hier. Soll ich warten, ob wir ihn aufmachen? Wer weiß. Abwehrturm 2. All you roaches scurrying out of the woodwork. You've got some guts, Ouroboros. X. You want Zed, right? Well, you can't have him. You still think you're calling the shots here? I'll prove you wrong, once and for all. Ich wollte gerade sagen, eigentlich fehlt ja nur noch X, ne? Bevor wir Z erledigen. Ja, mal gucken, was sie kann. Luftballons. Nice. Blutungsschaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war sehr knapp für Noah. Wieso ist die Flamme da nicht in der Mitte? Keine Ahnung. Normal sowas? Ja.
Aber auch cool, eine Sense zu sehen, ne? Okay, wir haben die bis zur Flamme schon gemacht jetzt. Sehen wir, alles in Ordnung? Nur alles in Ordnung? Ich mache halt zu viel Damage, ne? Ich muss mal auffrischen hier alles. Das wird ein schwieriger Gegner. Hylvios X. Komm, machen wir uns voll. Machen wir Lanz. Baldi? Abwehr hoch? Sehr gut. Ja, mach das. Ist ja egal. Exzellent. Mal 9, ne? Der Schaden. Boah, hält das Ding viel aus. Warte, bis ich wieder Synchro-Stufe 3 habe, wenn Mio nicht vorher stirbt. Oh, sie ist fast down gegangen. Ja, so machen wir viel mehr Schaden. Besser als so eine lame Angriffskette. Wir haben das Schwert raus. Nice. Alter. So, das bisschen schaffen wir auch noch so noch, oder? Alter, die ist stark. Okay, Victor. I'm X. This too before I can't back.
Ja, tschüss. Ich wollte mal sicher gehen, dass sie auch wirklich weg ist. Nein, unnamed. Ich will nicht. Ich will nicht nochmal. Wir haben jetzt X besiegt. Natürlich. Na, komm her. Ist das die Musik so dramatisch geworden? Jetzt gerade. Ist hier jetzt eigentlich nur ein Set übrig, oder? Meine Güte. Abwehrturm 3. Na, wie viele Abwehrtürme kommen noch? Warte, ich muss hier mal um die Ecke. Ich will die Viecher nicht. Ich will gegen die großen Dinger nicht kämpfen. Ich will's nicht. Ein dreieckiges Fragment. Nein. Hat er mich gerade gesehen? Es hört und hört und hört und hört und hört nicht auf. Na gut, was soll's, ne? Treffen einfach alles an, was geht, und dann ist gut. Die drehen jetzt da eh um. Da greift sie auch mit an. Kennt man. Ich habe echt nicht gedacht, dass der letzte Dungeon so riesig ist, ne? Boah, warum blockieren die jedes Mal ab, Alter? Das nervt mich. Ja. Komm, töte den jetzt. Ist nur da, sind nur noch zwei, oder? Ja, nur noch zwei. Es geht immer weiter runter. Wir sollen ja auch weiter runter. Das sieht so mega geil aus hier irgendwie. Lager. Waffenlager. Lager. Waffenlagerturm, aber hier ist kein Lager für uns. Sondern nur ein Reisepunkt. Wir werden wahrscheinlich noch ein Lager treffen, oder? Also ein Lager finden, oder? Kurz vom Finale. Bietet sich doch ein Lager gut an. Ist das der Kern? Ich meine, das sieht nicht nach Kern aus. Keine Ahnung. Immerhin haben wir X in diesem Part erledigt. Aber wo ist Y? X, Y, Z? War ein Scherz, ich hoffe, es gibt kein Y. Ach komm. Ja, könnt ihr mal die Akku ziehen? Ich meine, ihr seid. Ich weiß nicht. Ihr seid die Tanks. Ich weiß nicht, ob das Ken ist. Scheint so? Ich weiß es nicht. Ne, der Kern nicht. Komm, das ist nicht der Kern.
Why? Warm welcome to you, Ouroboros! Long have I waited. Mimi. We'll end it here. Sind wir White schon mal begegnet? Bin mir nicht sicher. Kann sein, ne? Oh, please. Boah, nein, der hält auch so viel aus. Cool. Nice. Ich wollte gerade den Abwehr-Dings rein, den Abwehrkreis. Ich bin aus Synchronstufe 1. Ich möchte eigentlich nicht so gerne jetzt rausgenockt werden. Krieg ich mal langsam voll, danke. Ja, macht alle Ouroboros, dann bin ich alleine hier. Ich mach das schon. Jetzt bin ich Synchronstufe 3, danke. Boah, der hält viel aus. Der hält sehr viel aus. Also da setze ich auf jeden Fall eine Angriffskarte ein, wenn ich darf. Der ist nicht so stark wie X davor, finde ich. Aber es kann sich noch schnell ändern. Ich warte bis Stufe 3, dann mache ich die Stufe 3 Angriffskette. Verdammt, wollte ich nie einsetzen. Danke. Aua. Ach so. Wie lange dauert das, bis ich jetzt Stufe 3 erreicht habe? Oh, verdammt. Das ist Mio, ne? Ja. Das schafft sie schon. So, und? Jetzt. Wollt nur die Angriffe ab, nur die Angriffe abwarten. Noch eine Heilung.
Entschuldigung, dass ich so still bin, aber ich muss mich hier teilweise echt konzentrieren. Sehr, sehr gut. Können wir den Schaden noch erhöhen oder ist das jetzt nur... Ja, okay, können wir nicht mehr erhöhen, dann mache ich einfach so jetzt. Fast Schaden mal 7, ne? Oh, warum geht die nicht weiter, Jankuskat? Ich verstehe es manchmal nicht. Ja, warte, wir lernen auf diesen. Gott, wieso ist seine Abwehr so nervig? Ich könnte die Ursprungsklinge holen, aber nee. Durfte ich nicht mehr. Die Zeit war und ging aus. Hätte ich gleich geschafft, wäre, würde er die Gasse nicht abprallen. Mio. Danke. So, das war's jetzt. Babibo, Babibo. Ending anytime soon. Uni, are you feeling all right? I'm fine, innit? You haven't chipped a nail or anything, have you? Leute, ihr wisst, was das heißt, ne? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss.